Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Adrift. So, ich muss erstmal ein bisschen leiser machen auf meinem Kopf. Ja, weil das viel zu laut ist. Wir haben ja das letzte Mal, sind wir ja leider ein bisschen umhergeirrt. Ja, wir sind ein bisschen umhergeirrt und das ist immer noch der Fall, denn ich habe keine Ahnung, wo wir überhaupt hin sollen, wollen. Das hat sich nicht geändert. Und es ist echt ein bisschen komisch, ne? Ich habe andere Kopfhörer jetzt. Das habe ich ja bei, ich weiß nicht, wer mir auf Twitter folgt, der hat das vielleicht gesehen. Und die, also, da hört sich alles komplett anders an, ne? Das ist verrückt. Auch meine Stimme hört sich ganz anders an. Ich muss jetzt ein bisschen an den Einstellungen so ein bisschen drehen, schrauben, weil ich mir ein bisschen unsicher bin, was sich jetzt gut anhört und was nicht. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich nochmal, gucken, wo wollen wir hin? Wo können wir hin? Was sollen wir tun? Das ist und bleibt die Frage. Wir waren bei Mobilis. Mobilis hat uns gesagt, nope, funktioniert nicht. Das fand ich blöd von Mobilis. So, dann, genau, hier ist doch Mobilis. Hä? Nee, das ist nicht Mobilis. Das ist da, wo wir herkamen. Moment, da waren wir doch letzte Mal. Sind wir ja rausgeflogen, ne? Och, ich weiß es immer nicht. Dabei ist es gar nicht so lange her, dass ich aufgenommen habe. Eigentlich überhaupt nicht. Das ist ganz cool. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr Zeit so zum Aufnehmen. Das heißt, ich kann ein bisschen vorproduzieren, was mir sehr entgegenkommt. So, kaum nähern wir uns dem Eingang hier, ertönt wieder diese wunderschöne Musik. Aua. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier nach unten. So, das ist hier der Vocalis, ne? Das Vocalis. So, und Vocalis macht aber nicht auf. Richtig. Vocalis macht nicht auf. Gut. Ich würde gern einfach wissen, wo ich lang muss. Spiel. Es gibt ja auch keine Map oder so, ne? Es gibt keine Map, die mir sagt, naja, guck mal da. Da wäre vielleicht gut. Oder auch nicht. Das, habe ich einfach nicht. Das finde ich, naja. Ein bisschen schwierig. Eine Map hätte ich wirklich gern. So. Ich will nämlich nicht hören vom Spiel. Es tut uns leid. Du bist leider den ganzen Weg umsonst gelaufen. Also gelaufen. Geflogen. Das wäre eine ganze Folge, die mir da drauf geht, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Und das ist nach wie vor nicht der Fall. Das ist nach wie vor nicht der Fall. Und die Idee, was ich jetzt hier habe, die ist ganz schlecht, sehe ich, merke ich. Weil wir keinen Sauerstoff haben. Oh, wir sind jetzt gerade auf der Nachtseite, ne? Guck mal da unten. Da ist gerade Nacht. Das ist gut. Was weniger gut ist, dass wir kaum noch Sauerstoff haben. Das wird uns gleich auf die Füße fallen. Ich sehe das schon kommen. Weil ich wieder, war zu voreilig. Ja, ich war zu voreilig, nicht cool genug. Nein, das ist mir, das gefällt mir nicht. Bitte. Alex, das Problem hatten wir schon mal. Ich glaube, wir waren hier schon mal und sind hier auch drauf gegangen. Ja. Das Problem hatten wir schon mal. Weil wir dachten, ey, yo, hier geht's doch, hier gibt's doch einen Eingang und dann gab's keinen Eingang. Exakt. Das ist genau dieselbe Situation. Bitte sag mir, dass hier dieser Spalt war, wo ich reinkam. Nein. Auch nicht. Da oben komme ich auch nicht rein.
Ja, ich verabschiede mich schon mal vom Leben. Ach, das ist doch ätzend. Gut, aber vielleicht sollten wir die Gelegenheit mal nutzen, um uns ein bisschen umzugucken. Es wird jetzt ein bisschen knapp, ne, mit dem Sauerstoff, das ist mir schon bewusst. So, da unten ist rot, warum auch immer. Wir haben alle drei aktiviert, die laufen doch alle drei. Vocalis war doch schon durch. Vocalis war schon durch, so. Bitte einmal umdrehen. So, was haben wir noch? Wir haben hier hinten... Was war das? War das Mobilis? Ich weiß es nicht. Dürfte eigentlich nicht sein, weil es ja blau ist. Da ist blau, überall ist blau. Ach, ernsthaft. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich erspare uns das jetzt mal kurz. Den ganzen Sterbeprozess hier. Das ist ja nicht zum Aushalten. Das ist ja erbärmlich. Erbärmlich ist das. Und mach hier mal einen kurzen Cut. Ich bin gleich wieder für euch da. Und mal schauen, ob wir dann weiterkommen. Ah, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, und da sind wir wieder. An derselben Stelle. Selbe Stelle, selbe Welle. Und weiter geht die lustige Fahrt. So, pass mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir fliegen erstmal hier wieder rein. Da sind wir nämlich sicher. Frag mich nicht, warum da der Checkpoint ist. Der Checkpoint ist ganz dämlich gesetzt, weil man von da irgendwie ja gar nicht nirgendwo richtig gut hinkommt. Doof. So. Nehmen wir einfach mal mit. So, das Problem an der Geschichte ist, was ich jetzt so ein bisschen habe... Moment, bremsen. Das Problem, was ich jetzt habe, ist einfach... Wir gehen mal dahin, da ist nämlich die Zentrale. Ja. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ja, das sagt er mir immer. Also hier ist irgendwas... Irgendwas ist hier falsch. Ja? Irgendwas geht nicht. Dabei sind alle drei aktiviert... Alle drei sind aktiviert. Wir kommen hier unten, kommen wir rein. Kommen wir nicht rein, weil es ist locked. Nach wie vor ist das gelockt. Warum? Also das ist online, der ist online, der ist online. Eins ist auf 100%, zwei ist nur auf 48%. Dann gehen wir mal zur 2 und erkunden mal, warum das nur auf 48% ist. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas machen. Nur so kann ich mir das vorstellen. Ja, dass wir da noch irgendwas machen müssen. Hm. Und an der ja. Even offline. Na, das ist lustig. Weil always online, even offline, naja, das ist, das war mal von, bei der Firma, bei der ich arbeite, das war mal so ein, das war mal so ein Spruch. So. Der super cool ist, ne? Yo, wir lassen uns einfach mal mittreiben. So läuft's. Wir lassen uns einfach mal mittreiben. Ist doch gut. Dann sparen wir ein bisschen Sauerstoff und kriegen jetzt gleich einen auf den Dez. Nein. Kriegen keinen auf den Dez. Ich dachte schon. So. Wir gucken hier nochmal. Och. Das streckt... Da wird das Spiel aber auch so ein bisschen gestreckt, ne? Muss man mal klar so formulieren. Da wird es so ein bisschen gestreckt. Weil man... Hier ist auch noch kein Rechner. Was soll denn das? Da ist kein Rechner. Man weiß nicht, was man tun soll. Hier geht's raus. Das ist nicht Sinn der Sache. Da oben war die Antenne. Da haben wir eigentlich alles erledigt. Wenn ich mich nicht täusche. Ich meine, da war ja nicht viel.
Ach, und dieses Drehen, diese Fünf-Achsen-Drehung oder was auch immer das ist, geht mir manchmal echt ein bisschen auf den Keks. So. Hier. Können wir hier noch was machen? Nein, wir können hier nichts mehr machen. Also. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was wir machen müssen. Ich habe keinen Schimmer. Wir holen uns mal Sauerstoff. Und das, also so ein Logbuch wäre super. Gibt's das? Das gibt's nicht, ne? EVA-Scan. Aktiv. Was haben wir hier? Wir haben hier nix. Ich probiere noch ein paar Tasten aus. Ich guck mal kurz in die Option rein. Pass auf. Spiel. Steuerung. So. Aufsteigen, das weiß ich. EVA-Scan, ja. Gut. Gut. Nix. Also, wieder zurück. Und wir müssen unseren Anzug auch langsam reparieren. Wie man sieht, geht doch auf Tür. Tür, geh auf. Das war elegant. Haben wir uns elegant vorbeigepirscht. Und hier auch. Unten drunter geduckt. Wie ein Profi. So. Tür, geh bitte auch auf. Und zwar schnell. So, gut. So weit, so gut. Weg mit dir. Dieses Spiel, Freunde. Sag mir doch bitte, was ich tun soll. Das Problem ist ja, ich kann natürlich viel ausprobieren. Aber das dauert auch einfach, ne? Ich meine, ich renne von A nach B, von B nach C und so weiter und kann nichts tun. Warum sind die Dinger hier rot? Kann ich die hier irgendwie noch einzeln aktivieren? Das habe ich letztes Mal schon alles probiert, das weiß ich. So, der ist 100%. Der ist 48. Und der ist 41. Localist communication arrays online. Unable to establish outgoing communications to mission control. Systemdiagnose. Zugriff auf gestattet. Zentralrechner. Moment. Das gibt's doch nicht. So. Habe ich das nicht gemacht? Habe ich das nicht gemacht? Die Antennensynchronisation ist jetzt bei 100%. So, wir können hier rein, aber das ist offline. Das ist gelockt. Warum? Was? Proximity Sensor Access Denied. Gut. Ja. Vocalis 1, Vocalis 2. Vocalis 3. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Wir... Theoretisch ist der Zugriff jetzt ja aller... Oh. Ist das so eine gute Idee, hier durchzufliegen? So, okay. So, jetzt nochmal gleiches Prozedere. Wir haben jetzt theoretisch den Zugang. Der ist dann irgendwie gesperrt, können aber außen ran. So, jetzt... daran kann ich mich nämlich nicht erinnern, dass ich das gemacht hätte. So, jetzt können wir hier durch. Mehr schlecht als recht. Wir können hier durch. Und können dann hier hin. So, Zugang zum Zentralrechner. Gibt's doch nicht. Ich verstehe es nicht. Warum leckt's jetzt auch? Ach, dieses macht mich irre. So, bitte aufhören. Okay. Das, hör aufhören. So, benimm dich. Benimm dich. Als hättest du eine gute Erziehung genossen. So.
Da ist immer noch Access Denied. Auch von dieser Seite. Was mich traurig stimmt. Moment, da ist ein PC, Das sind PCs, aber die scheinen alle nicht zu funktionieren, ne? Der vielleicht? Ausrichten! Kann ich hier was tun? Nein, jetzt richtet er sich auch noch falsch aus. Sie. Es. Er, sie, es. So. Hahn 4 kaputt. So, was ist hier? Was steht denn hier? Logged in als Alex Ushima Communication Status. So, online. Da drüben ist auch online. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich weiß echt nicht, was zu tun ist, bei aller Liebe. Wenn wir hier nicht reinkommen. Nun gut, pass auf. Nun gut, pass auf. Wir haben Folgendes vor. Das ist mir jetzt nämlich zu blöd. So, ich will jetzt irgendwie, egal wie. Egal wie, will ich zurück. Will ich zurück in die Station. Die Frage ist, ist es jetzt wieder sinnvoll, was ich hier tue? Das ist doch wieder eine Falle. Da bin ich doch vorhin auch lang, das weiß ich. Also nicht, dass ich das vergessen hätte, ne? So dement bin ich nicht. Aber hier sind doch nirgendwo Eingänge. Das heißt, es bringt hier gar nichts. Ich kann hier höchstens, ich kann die Sauerstoffflaschen aufsammeln. Das kann ich tun. So. Das kann ich tun, um wohin zu gelangen? Wohin? Unten bleiben macht keinen Sinn. Weil ich sehe hier keinen Eingang. Da sind die Scheiben auch nicht kaputt. Wir müssen irgendwie wieder rein. Und zwar schnell. Sehr schnell, weil sonst haben wir in dieser Folge echt null Fortschritt gemacht. Und das kann ich echt nicht auf mir sitzen lassen. Das tut ja weh. So, das ist jetzt echt hier oben. Hier oben ist halt auch nichts, ne? Also hier gibt es auch keinen Sauerstoff oder so. Hier gibt es absolut nichts. Nada. Keine Geschenke. So. Gib mal ein bisschen Gas, Mädel. So, da drüben. Ist es da drüben, wo wir rein könnten? Da drüben könnten wir rein. So. Theoretisch sollten wir das schaffen. Bin ich eigentlich fast sicher, dass wir das schaffen, wenn wir es packen, da hinten hinzukommen. So. Einfach schweben. Ja, aber wenn ich schätze, das sollte klappen. Wir haben jetzt, seitdem wir draußen sind, zwei Balken verbraucht. Und bis da hinten. Beileibe sind. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Schub in die Richtung. Beileibe ist das nicht so weit wie die Strecke, die wir bisher geflogen sind. Sollte nicht. Und wenn wir da drin sind, ja, dann gucken wir nochmal in den Hauptrechner. Und dann will ich da irgendwie eine Info haben, was ich machen soll. Das kann ja nicht sein. Man muss mir ja erklären, was ich tun soll.
ganz ohne Erklärung ist das ein bisschen... doof. So, was haben wir denn da? Wir haben... Ach ja, da hinten ist Mobilis. Und Mobilis haben wir nicht zum Laufen bekommen. Obwohl wir alles Erdenkliche gemacht haben. Was wir hätten tun sollen. Und dann hat sie doch da hinten irgendwo hingeguckt. Und zwar zu Vocalis. Ich bin mir ziemlich sicher. Kann es sein, dass wir nochmal zu Vocalis mussten, das nochmal aktivieren mussten und dann wieder zurück? Kann es sein? Was ist denn hier los? Geh mal weg hier, Schrott. Aus dem Weg. Wo ist denn hier Strom? Wo ist denn da Strom? Ich sehe nichts. Kein Strom. Das macht mich traurig. Das macht mich wirklich traurig. Auch, dass jetzt hier dieser Trümmer direkt vor der Tür hockt. Finde ich nicht gut. Weg! Aua! Öffne dich, Sesam. Sesam, öffne dich. Bitte einmal schneller. Jawohl, du schaffst das. Okay. Gut, dann nehmen wir hier nochmal Sauerstoff auf. Dann sind wir nämlich in der nächsten Folge bestens gewappnet. Und können, ja, können dann weiter probieren. Ernsthaft. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal zurück zu Mobilis und schauen nochmal. Was anderes können wir nicht tun. Was anderes können wir nicht tun. Außer ihr habt eine Idee, falls ich das bis dahin noch nicht geschafft habe. Da ich jetzt aber so ein bisschen vorproduziere, wird das wahrscheinlich schwierig. Aber gut. Ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Adrift. Macht's gut und ciao, ciao, euer Valerius.